Willkommen zur Kurzanleitung Jonglieren bei gesundheitpro.de. Als erstes schauen wir uns mal unser Werkzeug an, die Jonglierbälle. Diese hier sind in etwa so groß wie ein Tennisball, schön weich und griffig. Dann fangen wir mal an, zunächst mit einem Ball. Und mit dieser Übung hier. Einfach den Ball von einer Hand in die andere werfen. Der Ball sollte dabei ganz grob den Weg einer liegenden 8 abfliegen. Klingt einfach, ist es auch. Tatsächlich ist es nichts anderes als das, was Sie am Ende mit 3 Bällen auch machen werden. 2 Sachen sind wichtig bei dieser Übung. Erstens, den Ball nicht zu hoch werfen. Zweitens, den Ball nicht oben abfangen, sondern warten, bis er unten angekommen ist. Das üben Sie jetzt ein paar Mal, um ein Gefühl für den Ball, die Flugbahn und das Fangen zu bekommen. Jetzt kommt der zweite Ball ins Spiel. Bevor es damit losgeht, noch 2 wichtige Tipps. Erstens, den zweiten Ball erst werfen, wenn der erste bereits seine höchste Stelle in der Flugbahn erreicht hat. Also schauen Sie genau hin. Der erste Ball fliegt los, kommt in der Flugbahn an seiner höchsten Stelle an und erst jetzt wird der zweite Ball geworfen. Zweiter Tipp, schauen Sie nicht den fliegenden Bällen hinterher. Bei einem Ball schaffen Sie das vielleicht noch, bei 2 wird es schon ganz schön schwierig, bei 3 ist das unmöglich. Übung macht den Meister, also üben Sie mal fleißig. Bevor der dritte Ball ins Spiel kommt. 2 in einer Hand, den dritten in der anderen gehalten. Fürs erste die Bälle einfach nur abwerfen und auf dem Boden fallen lassen. Wenn Sie das ein paar Mal geübt haben, versuchen Sie die Bälle zu fangen. Verkürzen Sie jetzt die Zeit zwischen dem Fangen und Werfen. Bis Sie schließlich die Pausen zwischendurch ganz weglassen. Und siehe da, Sie jonglieren. Nicht frustriert sein, wenn es nicht sofort klappt. Üben, üben, üben. Wiederholen Sie zwischendurch ruhig die Übung mit 1 oder 2 Bällen. Und jetzt viel Spaß mit Ihrem neuen Hobby.